Albert Einstein hat es einst auf den Punkt gebracht, indem er sagte, dass du in der Zukunft neue Ergebnisse, neue Ziele, andere Resultate nicht erleben wirst, wenn du das alte bisher Getane weiter durchführst. Wenn du deine alten Verhaltensweisen, Methoden einsetzt, dann wirst du auch immer wieder die gleichen Ergebnisse bekommen. Folglich gilt es, sich zu verändern, dass du dich veränderst, wenn du neue Ziele, neue Ergebnisse brauchst. Auf der anderen Seite fällt es vielen sehr schwer, sich zu verändern, vor allen Dingen, weil sie die beiden wichtigen Prinzipien, die du jetzt in diesem Video sehen wirst, nicht kennen und nicht umgesetzt haben. Mein Name ist Daniel Schäfer und neben dem Leben in der freien Natur und in der Wirtschaft befasse ich mich besonders mit dem Subjekt in der Mitte, nämlich mit uns als Menschen. Das mache ich als Coach, Trainer, Mediator, aber auch als Persönlichkeitsberater nach der Methode Birkmann. Und das, was mir aufgefallen ist, dass viele Menschen teilweise auf Irrwegen unterwegs sind, teilweise aber auch nur wichtige Prinzipien noch nicht kennen. Und deshalb bist du eingeladen, dir dieses Video anzuschauen, um Schluss zu machen mit Teilwahrheiten, Unwahrheiten, sondern Prinzipien kennst, die du gleich heute auch umsetzen kannst. Als erstes geht es um eine Studie, bei der Menschen danach befragt wurden, wo sie ihren nächsten Urlaub verbringen wollen. Als Auswahl waren mehrere Städte, zum Beispiel Amsterdam und London, geboten. Nun sollte jeder für sich bewerten, mittels einer Vergabe von Punkten, wo er als nächstes seinen Urlaub verbringen will. Und ein Teilnehmer dieser Studie hat bei der Punktevergabe ganz klar 88 Punkte für Amsterdam gegeben und nur 81 Punkte für London. Für ihn war völlig klar, Amsterdam ist die bessere Stadt, dahin geht's beim nächsten Urlaub. Der Versuch ging aber weiter. Als zweiten Schritt wurde dem Teilnehmer gesagt, dass Amsterdam nicht mehr zur Verfügung steht. Es ist nun entschieden aufgrund der Ressourcen, der Umstände, der politischen Gegebenheiten, dass alle Teilnehmer tatsächlich eingeladen sind, nach London zu fahren. Nachdem die Versuchsleiter nun mitgeteilt haben, dass Amsterdam nicht mehr zur Verfügung steht, wurden nochmal Fragebögen verteilt. Die gleichen Städte, alle Städte, also auch London und auch Amsterdam, wurden nochmal neu bewertet nach ihrer Attraktivität, wie schön die Stadt sei und ob man da einen Urlaub verbringen könnte. Und jetzt ist Folgendes passiert. Jetzt wurde auf einmal London mit 90 Punkten bewertet und Amsterdam nur noch mit 75 Punkten. Was ist hier nun ganz genau passiert? Als erstes wurden alle Teilnehmer eingeladen, die Option zu bewerten. Im zweiten Schritt wurden die Bewertungsoptionen eingegrenzt. Es wurde also festgelegt, dass London die Stadt ist, zu der es hingeht. Und im dritten Schritt haben die Menschen manipuliert durch diese Eingrenzung der Alternativen ihre vorherigen Vorlieben verändert. Das bedeutet also, das Gehirn hat sich selbst neu strukturiert, um die eigene Entscheidung oder die getroffene Entscheidung durch andere zu rechtfertigen. Und dieses Prinzip nennt man in der Psychologie Confirmation Bias. Das bedeutet, dass wir unser Denken, dass das Gehirn anfängt, die bisherigen Bewertungsstrukturen und Gedanken, das heißt die Stützen von Entscheidungen und von Glaubenssätzen, so lange umzubauen, bis sie die neue Entscheidung rechtfertigen. Das wirst du im Positiven wie auch im Negativen schon erlebt hast. Jeder Unternehmer weiß, dass der größte Erfolg letztendlich den Keim eines noch größeren Erfolgs enthalten kann. Also wird die gesamte Geschichte der Niederlage, der Krise umformuliert zu einer neuen Chance. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass Menschen, die eigentlich Verträge eingehen, wenn sie die gebrochen haben, sehr schnell plausible Gründe für sich selbst finden, weshalb sie gar nicht anders konnten. Das kannst du einfach mal vor einem Strafgericht erleben, wenn ein Täter dazu befragt wird, weshalb er die Tat begangen hat. Seine Geschichten sind in seiner Welt plausibel. Er musste ja den anderen ausrauben, umbringen oder etwas wegnehmen, weil er gar nicht anders konnte oder weil er es in seiner Welt für richtig gehalten hat. Das heißt, hier hat das Gehirn des Täters seine gesamte innere Welt so aufgebaut, dass er vor sich selbst eine plausible Begründung hat. Kommen wir dann zum zweiten Effekt, der uns Menschen verändern kann, aber auch klein und eingegrenzt halten kann. Und zwar wirst du es immer wieder erleben, wenn Menschen zu dir hinkommen und dich danach fragen, welches Sternzeichen hast du denn oder in welchem Sternzeichen bist du geboren? Aber wenn du an die Horoskope glaubst oder dich in Sternzeichen einsortieren lässt, dann passiert nichts anderes, als dass du in eine Zeitmaschine kommst und 2400 Jahre zurück in die Vergangenheit transportiert wirst, in die Zeiten der Babylonier, die damit die Fähigkeiten der Könige vorhersagen wollten. Tatsächlich basierte dieses System darauf, dass die Erde im Mittelpunkt des Weltalls steht. Das ist längst überholt.
Genauso haben auch die Wissenschaftler herausgefunden, dass die Aufteilung der 100%igen Persönlichkeitseigenschaften, die ein Mensch haben kann, in 12 Sternzeichen nicht größer ist in der Vorhersagekraft als der reine Zufall. Und die Wissenschaftler haben dieses Phänomen weiter untersucht. Sie wollten herausfinden, was da genau passiert, dass über einen Menschen allgemeingültige Aussagen getroffen werden und die Menschen dann denken, oh, das bin ich. Und dieser Effekt wurde Barnum-Effekt benannt. Und dieser Effekt wird schon seit fast 100 Jahren untersucht und wo eingesetzt? Nicht nur in der Psychologie, sondern auch im Marketing. Das bedeutet also, wenn einem Menschen gesagt wird, dass er sowohl fest entschlossen ist, als auch hin und wieder unsicher ist, dann kann er für sich dort angesprochen gefühlt etwas herausnehmen. Und nichts anderes machen die Sternzeichen und Horoskope. 100% der Persönlichkeitseigenschaften werden dort aufgeteilt auf 12 Sternzeichen und dann kannst du nach deinem Datum, nach deinem Geburtsdatum dich einordnen und du wirst etwas lesen und du wirst dich von einigem angesprochen fühlen. Wenn du aber alle anderen 11 Horoskope liest, dann wirst du feststellen, dass da auch einiges, was dich anspricht. Das heißt, diese Prognosen sind letztendlich nichts weiter als zufällige Beschreibung oder zufällige Zuschreibung, die nach deinem Geburtsmonat und Jahr festgehalten werden. Die Frage ist nun, wie kannst du das nutzen, um dich zu verändern oder sogar am schnellsten zu verändern? Der erste Schritt ist dir einfach bewusst zu machen, dass Menschen eine zentrale Frage in ihrem Leben haben, nämlich die Frage, wer bin ich? Natürlich wird diese Frage eingekleidet in der Ursprungsfrage, woher komme ich, und in der Zukunftsfrage, wohin gehe ich? Aber die Hauptfrage bleibt, wer bin ich und wie bin ich? Und genau hier kannst du jetzt den Hebel ansetzen zu deiner gelungenen Veränderung. Ich lade dich also ein, dir einen Zettel und ein Stift zu nehmen, Menschen, die dir wohlwollend gesinnt sind, um dann dein neues Narrativ zu erstellen. Narrativ kommt aus dem Lateinischen von narrare, etwas erzählen, die Erzählung. Es geht also um dich, um deine Geschichte, um deine Story, um eine Erzählung darüber mit den Antworten, wer du bist und wie du bist. Und sei vorsichtig bei der Auswahl der Inhalte, die du über dich selbst erzählst, denn die kann genauso auf dich Wirkung und Einfluss haben, wie das Lesen von Horoskopen und das Anwenden und dem Glauben an Sternzeichen. Diese Geschichten werden genauso Wirkung haben wie hier im Confirmation Bias, dass dir Entscheidungen, Situationen auferlegt werden und dein Gehirn nicht verändernd wirkt nach außen, sondern verändernd wirkt nach innen. Und es gibt dort zwei Extreme der Erzählung. Du kannst natürlich sagen, ich bin vom Zufall, ich bin der Wurmfortsatz der Evolutionstheorie aus der Fischamöbe, bin ich dann schließlich hier zufällig da, es gibt keinen Sinn in meinem Leben und überhaupt danach geht's nicht weiter, welchen Sinn macht das alles? Auf der anderen Seite, und das steht bei mir auf der Geschichte, kannst du auch raufschreiben, ich bin geplant, ich bin gewollt, ich bin geliebt, ich bin Erfolgsgeheimnis und es gibt einen Plan für mein Leben und ich bin beschützt. Was du darauf schreibst, ist letztendlich deine Sache. Ich bevorzuge den Plan und eine sinnvolle Geschichte über mich selbst. Und wenn du diese Geschichte fertig hast, dein persönliches Narrativ, dann wird diese Geschichte nicht einfach in dein Unterbewusstsein sickern und du daran glauben. Nein, es ist dir etwas voran. Entweder aus deinem kulturellen Herkunftssystem, das, was deine Eltern über dich gesagt haben, ob du gut oder schlecht, ein Loser, ein Versager oder ein Volksprinzip bist. Letztendlich wird dein Unterbewusstsein voll sein mit diesen Geschichten, die dir auferlegt worden ist, wie man zu sein hat, wer man so ist, aus welcher Familie man kommt, aus welcher Nation, aus welcher Region. Und auf der anderen Seite wirst du vielleicht auch darauf reingefallen sein, was dir andere Menschen erzählt haben, aufgrund deines Geburtstags, dass du nur ein Zwölftel deiner Persönlichkeitsstärken und Elemente zur Verfügung hast. Tatsache ist, dass dein Gehirn 100% aller Fähigkeiten abbilden kann. Tatsache ist, dass du ein Volksprinzip, ein gewolltes Wesen bist, das deine entsprechende Geschichte selbst schreiben kann. Ich lade dich also ab heute ein, Verantwortung zu übernehmen, deine eigene Geschichte selbst zu schreiben. Ich lade dich ein, Schluss zu machen mit den alten Geschichten. Die Entscheidung liegt aber zuletzt an dir. Und der erste Schritt ist, dich selbst anfangen zu überprüfen. Worüber denkst du nach, wenn du über dich selbst nachdenkst? Die Herausforderung ist, dass du jeden Tag 60.000 kleine Geschichten erzählst. Nicht nur über die Welt und die anderen, sondern auch über dich selbst. Und heute ist der Zeitpunkt, wo du sagen kannst, über diese Geschichten übernehme ich Selbstverantwortung. Zunächst einmal schriftlich, aber nur das Aufschreiben alleine reicht noch nicht aus.
Denn hier ist es wichtig, dass du anfängst, dir die Geschichten auch selbst zu erzählen und anderen zu erzählen, so lange, bis sie für dich die neue Realität sind und du kannst dich dabei auf das Prinzip des Confirmation Bias verlassen. Denn wenn du dir diese neuen Geschichten erzählst, dass du ein Erfolgsprinzip bist, dass du gewollt bist, dass es einen Plan für dich gibt, dass du beschützt bist, dass du bestehen kannst, dass du ein Unternehmer, ein erfolgreicher Selbstständiger oder Führungskraft wirst, dann wird dein Gehirn auch anfangen, deine Psyche, dein Denken, deine Gewohnheiten, deine Glaubenssätze umzubauen. Das bedeutet, dass diese Prinzipien, der Barnum-Effekt als auch das Confirmation Bias, anfangen für dich zielorientiert zu funktionieren und dein Gehirn umzuprogrammieren. Und wenn du dabei Unterstützung brauchst, deine persönliche Erfolgsstory, dein neues Narrativ zu erstellen, das dich dann auch dabei begleitet und vorbereitet auf deine Selbstständigkeit, dann lade ich dich ein, Gebrauch zu machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Denn wir haben nicht nur Unternehmensberater, sondern auch Coaches im Boot, die sich darauf spezialisiert haben. Also like jetzt nicht nur das Video, abonniere den Kanal. Klicke auch auf die Glocke, damit du Bescheid weißt, wenn das neue Video kommt, sondern trage dich jetzt ein zu einem kostenfreien Erstgespräch. Und ich wünsche dir viel Erfolg. Und zwar den Erfolg, den du in der Geschichte zunächst auch auf deinem persönlichen neuen Narrativzettel notiert hast. Dein Daniel Schäfer.